Ben Zucker, traurige Abwärtsspirale. Niemand hat etwas geahnt. Ben Zucker hat lange gelitten. Jetzt spricht der Sänger über die wohl schwierigste Zeit seines Lebens. Anfang 2020 stand die Welt plötzlich still. Die Corona-Pandemie veränderte unser aller Leben. Sorge vor einer Erkrankung und Existenzängste lähmten viele Menschen. Auch Schlagerstar Ben Zucker. Während des ersten Lockdowns fiel er in ein tiefes Loch. Gefangen in den eigenen vier Wänden, kreisten die Gedanken. Immer häufiger griff der Sänger dann zum Alkohol. Zum Schluss trank er fast jeden Tag Hochprozentiges. Der Alkohol verschlechterte seinen Gemütszustand. Ein Teufelskreis. Doch ein kleiner Moment der Klarheit veränderte alles. Ben Zucker begann wieder, aktiver zu werden. Stück für Stück änderte er sein Leben, 10.000 Schritte am Tag retteten mich. 3,5 Jahre war der Sänger fast pausenlos unterwegs. Er spielte ein Konzert nach dem anderen, reiste mit seinem Team von Ort zu Ort, begegnete neuen Menschen und feierte das Leben. Dann folgte das Highlight seiner bisherigen Karriere, eine Arena-Tour. Ben Zucker trat vor über 14.000 Fans auf. Er war vollkommen überwältigt, beflügelt von dem Erfolg. Ich hatte jeden Tag ordentlich einen Sitzen. Ich kam Ende November 2019 wieder und war voller Elan und Euphorie, erinnert sich Ben Zucker. Das war Rock'n'Roll pur, einfach nur großartig, schwärmte er. Motiviert von diesem großen Erfolg plante er bereits die nächsten Konzerte und Open Airs für den Sommer. Im Februar wollte der Musiker anfangen mit den Vorbereitungen. Doch dazu kam es nicht. Das Coronavirus hatte sich ausgebreitet und legte die Welt lahm. Auch Ben Zuckers Welt, die zuvor sehr bunt und laut war. Plötzlich wusste er nichts mit sich anzufangen. Ich war so ziellos. Ich war traurig, lethargisch. Allein zu Hause. Deshalb bin ich in ein kleines Tief gefallen, gesteht er. Zwar telefonierte er häufig mit seiner Mutter, Schwester Sarah oder Freunden, aber die meiste Zeit war er mit sich und seinen Gedanken allein. Meine ersten Konzerte wurden abgesagt. Das war echt frustrierend. Ben Zucker befand sich auf einer Abwärtsspirale. Trost suchte der Künstler im Alkohol. Immer häufiger griff er zu Whisky, Wodka oder Wein. Es wurde immer schlimmer. Ich hatte jeden Tag ordentlich einen Sitzen, offenbarte er später in Interviews. Ich habe mich schlecht ernährt, mich gehen lassen. Nachts aß er Pizza, dann trank er wieder. Zwischenzeitlich war der Alkohol mein bester Freund. Ben brauchte eine Veränderung. 3 Monate betäubte der Sänger seine Langeweile und Kummer. Doch an einem Tag änderte sich plötzlich alles. Ben Zucker saß am Küchentisch und schaute sich alte Bilder von sich an. Ihm fiel auf, Mensch, das ist gar nicht so lange her und ich sehe auf den Bildern 10 Kilo leichter aus. Ich beschloss, dass ich mein Leben wieder in den Griff bekommen muss. Aber weh. Ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken. Und dann erstellte sich der 39-Jährige einen Plan. Die erste Etappe, aktiver werden und mindestens 10.000 Schritte am Tag gehen. Das ist einfach, das kann jeder schaffen, dachte er sich. Ich bin normalerweise auch nicht faul, bin immer bei mir. Ich stehe gerne früh auf und starte motiviert. Der Musiker wollte daran wieder anknüpfen. Den Sport integrierte er immer mehr in sein Leben.
Das macht den Kopf frei und schafft Platz für neue Ideen. Auch seine Ernährung stellte er um. Ich achte darauf, weniger ungesunde Fette und Kalorien zu mir zu nehmen. Und nach 18 Uhr esse ich nichts mehr. Endlich ging es wieder voran. Beflügelt von den ersten kleinen Erfolgen begann der Sänger auch wieder, Songs zu schreiben. Sein Album Jetzt erst recht ist in dieser Zeit entstanden. Er veröffentlichte es 2021. Mit seiner Musik gab der Künstler einen Einblick in sein Seelenleben. Dass er mit seinem Kummer im Anschluss so offen umging, war wie ein Befreiungsschlag für ihn. Mittlerweile ist der Sänger wieder ganz bei sich. Das Leben, und vor allem die Bühne, hat ihn zurück. Auch privat scheint es im Leben von Ben Zucker wieder bergauf zu gehen. Aktuell feiert er offenbar sein Liebes-Comeback mit Susan Jetzkus. Beim ersten Anlauf scheiterte ihre Beziehung, doch jetzt wirkt Ben Zucker glücklicher denn je.